Ladies and Gentlemen, willkommen zu einer weiteren Runde Deponia Doomsday. So, wir haben hier mal ein Portal geöffnet. Goal. Gute Neuigkeiten. Ich habe einen Weg hier rausgefunden. Hat da jemand was gesagt? Ich sehe gar niemanden. Oh, jetzt hör doch mit dem Babykram auf. Wir können zurück in die Zwischenzeit. Das muss doch auch in deinem Sinne sein. Ach, Monsieur Wedding Crasher will mir erklären, was in meinem Sinne ist? Goal. Ich bin untröstlich. Ich wollte doch nicht, dass wir hier landen. Auch wenn die Entführung der Braut genau genommen zu den traditionellen Aufgaben eines Trauzeugen gehört. Ich weiß doch, dass du diese Dinge nicht mit Absicht machst. Und dass wir hier festsitzen, habe ich selber verbockt. Aber für einen Zeitreisenden ist dein Timing echt unterste Schublade. Während du fort warst, hat mir die alte Goal viel von dir erzählt. Sie sagte, dass du zurückkommen würdest und dass ich Geduld haben soll. Sie sagt, du hättest ihr beigebracht, niemals die Hoffnung aufzugeben. Aber alles, was ich dachte, war, dass ich nicht so enden will wie sie. Zweimal bist du einfach aus ihrem Leben verschwunden. Aber immer, wenn sie gerade akzeptiert hat, dass du nicht zurückkommst, tauchst du doch wieder auf. Wie soll man denn damit umgehen? Ist das so eine Masche von dir? Und jetzt ziehst du die gleiche Chose bei mir ab. Das macht also insgesamt schon drei. Und deswegen willst du jetzt lieber in der Wüste versauern? Na komm schon. Sagt man nicht, alle guten Dinge sind vier? Puh, die hat ja wirklich eine Scheißlaune. Na, ist doch gut. Hier in der Wüste haben wir ein Sprichwort. Das Schwierige an der Kokosnussernte ist, die Frau auf die Palme zu bringen. Den Rest erledigt die Schwerkraft. No? Echt jetzt? Wenn das so ist, habe ich echt einen Lauf. Man nennt ihn Rufus. Man nennt ihn Rufus. Rufus. Das ist zu weit weg. Ja, dann geh doch jetzt mal hier hin und läuft das Portal. Erkennst du mich denn nicht? Ich bin's. Goal. Nie gehört. Aber ich kann dich ohnehin nicht reinlassen. Befehl ist Befehl. Das ist doch... Probleme? Rocco will die Brücke nicht runterlassen. Dann hat er dich in dieser Zeit offenbar noch nicht kennengelernt. Keine Sorge, das wird er gleich. Ist wohl doch nicht so toll, der Typ, was? Ich scheine ein Händchen für Idioten zu haben. Stimmt. Erst Cletus, dann er hier. Du suchst dir wirklich mit großer Treffsicherheit die größten Napfsülzen aus. Okay. Hey, Rocco, lass uns rein. Wow. Das ist dein Plan? Psst, ich würde ja gerne, aber ihr steht mitten im Fuelock-Gebiet. Wenn ich die Zugbrücke runterlasse, könnte das eine Invasion zur Folge haben. Ach so, na dann. Ich glaube, er will uns wirklich nicht reinlassen. Gut, dass du es nochmal versucht hast. Jetzt bist du sicher dankbar, dass ich deine Hochzeit habe platzen lassen, richtig? Überspann den Bogen nicht. Gehen wir mal... zurück. Ach komm schon, Rocco, du alte Socke. Lass uns rein. Ich würde ja gerne. 4D-Brille? Aha, ich sehe Potenzial. Ah, da oben. Dann wechseln wir da mal die Welt wieder. Oder die Zeit. Hey! Was tust du da? Ich falte mir einen vierdimensionalen Kalender aus Recyclingpapier. Das sieht mir eher so aus, als würdest du versuchen, das Portal zu öffnen. Tja, offene Portale sind das Januar-Motiv, du Blitzmerker. Das geht nicht. Das ist ein Elysium-Portal. Da kommen die Fuelocks her. Dann versuch doch, mich aufzuhalten. Bin gespannt, wie du das anstellst, ohne das Tor zu öffnen. Ich wäre verpflichtet zu schießen. Oder willst du mich etwa, was hast du gesagt? Ernsthaft? Du würdest eher auf uns schießen, als uns reinzulassen? Ich mache die Regeln nicht. Ich befolge sie nur. Dann mach dich mal auf etwas gefasst, Freundchen. Ich bin nämlich mit demjenigen unterwegs, der sie bricht. Selbst wenn das bedeutet, dass man ihn über den Haufen schießt. Ist es nicht so, Rufus? Genau. Ja gut, dann... Ich glaube, hier brauche ich einen Plan. Am besten einen, bei dem ich nicht über den Haufen geschossen werde. Ich sollte mit Goal darüber reden. Okay, dann Goal, reden wir mal. Und? Hast du schon eine Idee, wie wir an ihm vorbeikommen? Hier oben, Rufus. Oh, Entschuldigung. Mir ist tatsächlich gerade eine Idee gekommen. Wir könnten... Bitte was? Hey,
Was flüstert ihr da? Und dann... Wer flüstert, der lügt. Und das war's. Denkst du, du kannst das? Na klar. Warum denn nicht? Na los, in Position, Soldat. Echt jetzt? Na gut, ich gebe dir das Signal, wenn ich soweit bin. Okay. Ich habe Angst, was jetzt passieren wird. Goal! Jetzt! Was zum... Oh. Oh. Was ist jetzt? Ist das Portal schon offen? Einen Augenblick noch. Okay, jetzt. Nein, stopp! Wow. Ha, jetzt sind wir doch zusammen auf Elysium. Tja, das sind wir wohl. Hier sollte es eine Menge anderer Portale geben. Können wir nicht einfach hier bleiben? Aber Gold, das hatten wir doch schon. Anfangs habe ich ja auch gedacht, dass das eine gute Idee ist. Aber wer rettet die Welt, wenn nicht wir? Das ist unfair. Warum darf es uns nicht gut gehen? Gold? Oh, oh. Probleme, Gefahren. Es ist fast so, als würde uns jemand beobachten und... Gold! Oh, oh. Was? Ronny! Bist du etwa für die ganzen Fuelogs verantwortlich? Sind sie nicht super und viel effektiver als die alten Robo-Bediensteten? Zumindest werden sie häufiger nachgefragt. Besonders beliebt ist das Sicherheitspersonal. Jeden Morgen dasselbe. Kaum habe ich den ersten Fuelog losgeschickt, gehen überall die Sirenen. Sicherheitsalarm! Sicherheitsalarm! Sie können gar nicht genug von ihnen bekommen. Ronny! Du musst damit aufhören. Die Fuelogs sind keine Sicherheitskräfte, sondern die Sicherheitslücke. Das ist ja das Schöne. Die Leute lieben das. Streicheltiere und Kartbahnen. Pah, die Leute wollen Dramatik. Action. Jeden Tag ein neues Armageddon. Und dank dieser Zeitschleifenkiste gibt's all das vollkommen ohne Konsequenzen. Na? Wie findet ihr mein neues Unterhaltungsangebot? Nee. Du bist verrückt, Ronny. Mag sein. Verrückt nach Spaß. Das hier ist aber kein Spaß, Ronny. Das ist bitterster Ernst. Wie kann es ernst sein, wenn es keine Konsequenzen hat? Hm? Weil Konsequenzen wichtig sind. Ohne Konsequenzen ist einfach alles nur sinnlos. Papala Pups, Spaß ist immer sinnlos. Du irrst dich. Das Gegenteil ist der Fall. Und ich glaube, ihr wisst einfach nicht, wie man richtig Spaß hat. Solange ich hier den Hut aufhabe, wird das Abenteuer niemals enden. Ich hatte mir irgendwie sowas am Anfang gedacht. Ich mag den irgendwie nicht. Der ist mir zu nervig. Was hast du mit uns vor, Ronny? Na, ihr seid natürlich Ehrengäste auf meiner Party. Immerhin warst du es ja, der mir beigebracht hat, wie man Fuelogs herstellt. Und der mit dem Aluhut meine Sicherheitsprotokolle außer Kraft gesetzt hat. Rufus? Es war notwendig. Wozu war es denn bitte notwendig, eine Rasse aus Killerwesen zu erschaffen? Ich kann mich jetzt nicht mehr an alle Einzelheiten erinnern. Aber zum nämlichen Zeitpunkt war es das Gebot der Stunde. Ist es denn so wichtig, wie es passiert ist? Genießt es doch einfach. Ihr könnt jeden Morgen wieder anfangen, meinen Fuelogs zu entkommen. Solange ich hier den Hut aufhabe, wird das Abenteuer niemals enden. Damit ist jetzt Schluss, Ronny. Wir gehen nach Kuvak und durchbrechen die Schleife. Boah, ihr Schlingel, das könnt ihr nicht. Was wäre denn das für ein Ende? Alles voller Fuelogs, alle tot, Elysium verwüstet. Nein, so werdet ihr es nicht enden lassen. Aber versucht es trotzdem gerne. Darum geht es ja bei Ronnys lustiger Fuelog-Hatz. Och, kommt schon, schaut nicht so traurig. Spielt mit, solange ich hier den Hut aufhabe, wird das Abenteuer niemals enden.
Du trägst aber keinen Hut, Ronny. Putzschnitzel! Du hast recht! Warte! Das muss ich sofort korrigieren! So ist es besser! Dein Hut ist dämlich, Ronny. Ich weiß. Aber versuch du mal, einen Hut zu falten, wenn du Blätter statt Händen hast. Nicht einmal Papierflieger kriege ich richtig hin. Hui! Sorry. Das Spiel ist für heute sowieso fast rum. Nicht mehr lange, dann geht es wieder. Wiku, wiku, wiku. Ihr könnt mir gerne ein bisschen Gesellschaft leisten, während wir hier auf den Zeitsprung warten. Ich spiele euch dabei den neuen Song vor, den ich geschrieben habe. Deine Fingernägel einzeln. Na. Lass die Hände schön da, wo ich sie sehen kann. Spaß. Ronny. Was? Willst du noch was loswerden, bevor alles wieder von vorne anfängt? Ich hab dir nichts weiter zu sagen, Ronny. Ich habe dir nichts weiter zu sagen, Ronny. Umso besser, dann kommt ihr endlich in den Genuss meines neuen Unterhaltungsprogramms. Wollt ihr lieber erst ein wenig durch die Gänge gejagt werden? Oder soll ich euch gleich vor Ort ausweiden lassen? Ich weiß nicht. Klingt beides lustig. Rufus, unsere Antwort lautet natürlich weder noch. Wir spielen dein belämmertes Spiel nämlich nicht mit, Ronny. Buh, ihr seid vielleicht Spaßbremsen. Aber na gut, wo war ich gerade? Ach ja. Jetzt klingt Ausweiden plötzlich nicht mehr so schlecht, oder? Deine Fingernägel einzeln aus den Nagelbetten rauszuziehen. Ja, ich glaube, das war jetzt lustig genug. Autsch. War ja klar. 50 Jahre Herz Magazine. Die besten Hüte aus 5 Jahrzehnten. Na, wenn das kein drolliger Zufall ist. Na los, lies vor. Was für Hüte haben es auf die Spitzenplätze geschafft? Auf Platz 1 die Melone? Auf Platz 1 ist die Melone. Eine hervorragende Wahl. Da müsste sich was Passendes am Fruchteisbrunnen finden lassen. Totschick, so singt es sich doch gleich viel entspannter. Deine... Na, lass die Hände schön da, wo ich sie sehen kann. Nagelbetten rauszuziehen. Ronny! Spaß! Was? Willst du noch was loswerden, bevor alles wieder von vorne anfängt? Dein Hut ist dämlich, Ronny. Findest du? Ach, halb so wild. Alles kommt irgendwann wieder. Mode verläuft zyklisch. Also, welchen Hut soll ich als nächstes ausprobieren? Aluhüte. Aluhüte haben es immerhin noch auf einen guten 4. Platz geschafft. Eine hervorragende Wahl. Aber wo bekomme ich so einen nur her? Hattest du nicht einen bei dir im Computerkern? Ach ja, ich Dummerchen. So, besser geht's jetzt aber wirklich nicht. Immerhin ist dieser Moment. Was ist denn hier jetzt los? Das war doch ein Trick. Der Hut überlebt mein Avatar. Violax, zum Angel. Rufus, jetzt. Das ist unsere Chance. Viele Ebrille? Aha, ich sehe Potenzial. Und das Portal. Dein Hut ist hiermit wieder voll out. Goal, jetzt! Schnell! Aha, ich sehe Potenzial. Potenzial und ab in das... Was? Das war stark. Können wir das nochmal machen? Wie denn? Die Fuloks versperren den Weg zum Ufer. Hast du einen Plan? Kommt sofort.
Da ist noch ein Portal. Ich probier mal was. Bin sofort zurück. Rufus. Rufus? Rufus! Ja. Aua, aua, immer wieder aua. Oh je. Okay. Goal. Ich blick langsam gar nicht mehr durch, ne? Ich wollte eigentlich nicht, dass du das hier siehst. Schon okay. Ich komm klar. Niemand sollte seinen eigenen Tod mit ansehen müssen. Das da bin ich nicht, Rufus. Das ist Rita. Was? Aber... Du hast recht. Hui, ist das verwirrend. Das letzte Mal lagst du hier. Genauso. Ich kann's ihm nicht verübeln. Ich war ja nicht da. Wir können das ändern. Ich kenne einen Weg zurück. Damit ich dann hier liegen kann? Das ist alles so deprimierend. Ja. Ja. Nee, ohne Hilfsmittel kriege ich das wohl nicht wieder auf. Das ist auch neu. Scheinbar sind wir noch weiter in der Zukunft, oder wie das hier heißt. Ein Brecheisen. Also ich blicke hier langsam gar nicht mehr durch mit all den Zukunften. Ja gut, dann machen wir mal mit dem Brecheisen hier das Garagentor auf. Und... Uff, geschafft. Ja und jetzt? 4D-Brille. Aha, ich sehe Potenzial. Okay, Goal. Bist du auch gefallen? Das noch? Das Wasser hat die Tachyonenbrühe von den Zeigern gewaschen. Was? Was? Zumindest haben wir das Fuel-Lock-Problem gelöst, oder? Ja, bravo. Wir haben sie alle nach Paradox City gespült. Keine Sorge, ich bringe uns von hier weg. Beeil dich, dieser Ort macht mir Gänsehaut. Warte mal, wir haben noch den Zeichenschlüssel. Ob das noch funktioniert? Aha. Er steht immer noch da. Motorhaube? Boah, ich blicke hier langsam echt so gar nicht mehr durch mit all den Portalen, Zukunften, Vergangenheiten, was auch immer. Es ist einfach zu viel geworden. Können wir dir dann neu betränken? Das Wasser hat die Tachyonenbrühe von den Zeigern gewaschen. Zeit, sie wieder aufzuladen. Sehr schön. Dann jetzt Tachyon, Ambus, Portal, Potenzial. Ey, Mann, wie verwirrend kann ein Spiel eigentlich werden? Na also. Goal, ich habe einen Ausweg gefunden. Ein Glück, dieser Ort macht mir Gänsehaut. Zumindest hat er seit unserem letzten Besuch ordentlich Federn gelassen. Worauf warten wir noch? Ja, lass uns von hier verschwinden. Ladies first. Hä? Wow. So viele Buntpflanzen. Wow. Das sind Blumen. Nicht einmal auf Elysium haben wir so viele davon. Seien wir ehrlich, es ist nicht komplett hässlich. Und das verdanken wir nur euch beiden. Wir waren das? Ihr habt den Krieg beendet und uns den Weg ins gelobte Land gezeigt. Und? Gibt's jetzt eine Party? Wo sind deine Mitstreiter? Die sind schon aufgebrochen. In die Vergangenheit? Die Quelle von allem, was gut und richtig ist, ne? Genau, danke. Tausendmal danke. Oh. Dann gehen wir doch mal zum Berg und ab durch das Portal. Ich kann gar nicht schneller klicken. Das heißt wieder durch das Portal. Durch das. Hä? Was? Kannst du noch? Klar, weiter geht's. 4D-Brille. Aha, ich sehe Potenzial. Müssen wir jetzt durch dieses Portal gehen, oder was? Ich habe mich komplett den Überblick verloren. Du, Rufus.
Ich glaube, ich muss mich entschuldigen. Du bist eine Katastrophe. Zugegeben. Aber irgendwie schaffst du es am Ende doch. Du machst die Dinge besser. Ich hatte die Hoffnung aufgegeben. Aber wenn ich mich so umsehe... Jetzt werd mir mal nicht rührselig. Komm, die Zukunft wartet. Okay. Wenigstens haben wir das schon mal geschafft. Ha, Treffer! Wer sagt's denn? Wurde echt Zeit, dass hier mal wieder was funktioniert? Ja, dann gehen wir mal zum Stadtkern. Hey! Ihr da! Was treibt ihr da? Wir sind die Einheimischen Legion! Wir sind gekommen, das heilige Land unserer Väter zu beanspruchen! Ja, ich bitt's wohl! Wir wohnen schon ewig hier und wir haben keinen Platz für irgendwelche dahergelaufenen Babasöhnchen! Und was willst du dagegen machen, Opa? Opa? Was für eine Unverschämtheit! Das bedeutet Krieg! Ufz, da wären wir wieder. Gaul, Rufus! Was treibt ihr denn noch hier? Hä? Rita und Rocco. Schau mal, Gaul, es sind Rita und Rocco. Hunderte von Fuloks wurden in die Zwischenzeit gespült. Wir evakuieren die Stadt. Was ist mit der alten Gaul? Und Angus? Die haben sich geweigert mitzukommen. Sie sind noch auf der Farm. Dann können wir noch nicht gehen. Na dann, viel Glück. Ja, euch auch. Ist dir Ritas Bauch aufgefallen? Komm schon, es ist hier nicht sicher. Hm? Überhaupt nicht sicher. Du hast recht, beeilen wir uns. Okay. Fjolok-Alarm! Bringt euch in Sicherheit! Puh, das war knapp. Und nun? Wir sitzen in der Falle. Tja, sieht so aus. Das heißt... Ne. Tisch? Eine Walze. Werkbank. Schraubendreher. Werkzeug. Muffe. Reifen. Timeboard. Rohr. Loch. Motor. Tape. Die Muffe. Tape. Der Schraubenschlüssel. Die Säge. Und zum Abschluss der Kühlschrank mit der Dose. Und wie es weitergeht, das seht ihr im nächsten Part.